Wir kommen jetzt zum 14. Punkt der Tagesordnung. Bericht des Umweltausschusses über den Antrag. Der letzte Punkt der Tagesordnung der heutigen Nationalratssitzung ist ein Bundesgesetz, mit dem das Umweltförderungsgesetz geändert wird. Diese Änderung im Umweltförderungsgesetz soll sicherstellen, dass heuer und kommendes Jahr jeweils 100 Millionen Euro an Förderungsmitteln für Investitionen in die Neuerrichtung und Funktionserhaltung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung zur Verfügung stehen.